Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Thema Nähen. Heute geht es einmal um etwas ganz, ganz Spezielles. Und zwar geht es darum, ein Schnittmuster zu vergrößern oder zu verkleinern. Ich sage ganz bewusst vergrößern und verkleinern und nicht gradieren, weil es eben kein Gradieren ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es ist ebenfalls ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das nur für maximal 1 bis 2 Größen möglich ist. Und danach solltet ihr das definitiv nicht mehr machen. Also nicht mehr als maximal, wirklich maximal 2 Größen in eine Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern. Denn auch durch dieses Vergrößern und Verkleinern verliert ein Schnitt an Form und Passform und sitzt nachher nicht mehr so, wie er sitzen soll. Und warum das Ganze kein Gradieren ist, das liegt daran, dass Gradieren sich immer auf die Maßtabelle des Schnittmusters bezieht. In der Maßtabelle sind Maße angegeben, es ist ein Konstruktionsmaß enthalten, nachdem der Schnitt konstruiert wurde und anschließend wurde in die unterschiedlichen Größen eben vergrößert, gradiert, um entsprechend den Schnitt zu erhalten, der dann wieder zur Maßtabelle passt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man immer nach der Maßtabelle näht und nicht nach der Größe, weil die Größe ja auch so relativ ist. Aber das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich dir hier oben oder hier. Ich bin mir nicht so sicher, hinter dem i. Und da kannst du dann auch noch mal reinschauen. Da geht es ein bisschen um Kaufgrößen und warum man eben eigentlich nach Maßen nähen sollte und nicht nach der Größe, die eben in einem Schnittmuster drin steht. Also, das Ganze, was ich dir heute zeige, ist kein Gradieren, kann nur für maximal 1 bis 2 Größen angewendet werden und ist nicht übertragbar auf eventuell selbst erstellte Schnittmuster. Denn ein Schnittmuster wird nach einer Maßtabelle gradiert, um dann auch die entsprechenden Maße wieder zu erhalten in den größeren oder kleineren Größen. Also du kannst es nicht auf einen selbst erstellten Schnitt übertragen, denn die Maßtabelle ist ausschlaggebend für das Gradieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst damit einen Schnitt ein bisschen vergrößern und verkleinern, den du vielleicht ganz gerne magst und der aber leider nicht in deiner Größe verfügbar ist, weil du eine kleinere oder eine etwas größere Größe hast und du möchtest aber genau diesen Schnitt haben, dann kannst du das anwenden. Ansonsten gibt es leider keine andere Anwendungsmöglichkeit und ich bitte dich ganz doll, das zu verstehen und auch das zu beachten. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Um ein Schnittmuster jetzt vergrößern oder verkleinern zu können, ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass es nur für maximal 1 bis 2 Größen möglich ist. Denn auch beim Vergrößern und Verkleinern von Schnittmustern geht die Passform verloren und es kann sein, dass es nachher nicht mehr so sitzen soll oder nicht mehr so sitzt, wie es sitzen soll. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass es maximal 1 bis 2 Größen sind, die du hier wirklich vergrößern kannst. Ich zeige dir das Ganze jetzt anhand eines einfachen T-Shirt-Schnittmusters für Kinder. Du kannst das aber so auf alle anderen Schnittmuster übertragen. Es ist nur ganz wichtig, dass du wirklich jede Ecke einzeln abarbeitest. Und zwar ist es so, dass du einfach ein Geodreieck und einen Bleistift brauchst. Ich nutze hier jetzt einen Filzstift, damit du das Ganze einfach besser siehst. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du genau arbeitest und einen Bleistift verwendest und diesen dann eben immer schön angespitzt hast, damit du auch exakte Linien ziehen kannst. Also dieser Filzstift, den nutze ich nur, damit du auch wirklich sehen kannst, was ich hier tatsächlich tue. Und zwar gehst du so vor, dass du dir mit einem Geodreieck die einzelnen Spitzen, jetzt beispielsweise hier, an der Außenseite der Schulternaht, also zum Armausschnitt hin, diese einzelnen Spitzen verbindest du miteinander. Also du legst das Geodreieck an, so dass es durch die einzelnen Spitzen hindurch geht, ganz genau, und ziehst dann einfach einmal einen Strich dadurch. Und das wiederholst du dann für alle anderen Ecken. Also du verbindest auch hier die einzelnen Spitzen miteinander. Machst das hier auch. Hier ist es zum Beispiel eine gerade Linie, die nach oben oder nach unten geht. Hier in der Achsel ist es ebenfalls eine ziemlich gerade Linie, die durch die einzelnen Spitzen hindurch geht. Wenn du das für alle Punkte gemacht hast, dann geht es damit weiter, einmal ganz genau abzumessen, wie ist der Abstand
zwischen diesen einzelnen Punkten. Nimmst du dir ebenfalls das Geodreieck und misst hier einmal ganz genau aus, wie der Abstand zwischen diesen einzelnen Punkten ist. In meinem Fall sind das 0,7 cm, also 7 mm und genau den gleichen Wert, den trägst du dir jetzt hier an einer Seite der überstehenden Linien ab. Wenn du also verkleinern möchtest, gehst du einmal hier nach unten und trägst dir hier 0,7 cm, also 7 mm ab. Oder eben, wenn du vergrößern möchtest, trägst du dir hier oben 7 mm ab. Und das wiederholst du ebenfalls für alle Ecken. Ich trage mir jetzt also hier einmal die 7 mm ab, habe mir jetzt einen Punkt gesetzt und schaue jetzt hier nochmal, wie groß ist hier der Abstand. Da sind es beispielsweise nur 5,5 mm und diesen Wert trage ich mir hier ebenfalls ab. Dann messe ich wieder hier am Halsausschnitt, wie viel das ist. In dem Fall sind es 0,45 cm, also 4,5 mm. Und diesen Wert trage ich mir auch hier oben ab. Und anschließend kannst du hingehen und diese Punkte miteinander verbinden. Ich habe jetzt hier also die neue Schulternaht gezogen. Messe hier unten in der Achsel noch einmal. Da ist der Abstand 4,5 mm. Und dann kann ich anschließend hier entsprechend eine Rundung für den Halsausschnitt legen neu. Ganz wichtig ist, dass hier vorne in der Mitte ein rechter Winkel entstehen muss. Dann kannst du dir beispielsweise auch einmal schon so ein bisschen anzeichnen, damit du eben weißt, dass du hier erstmal gerade gehst. Und dann anschließend nach oben. Das zeichnet sich mit dem Filzstift ein wenig schlecht. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Hast also hier diesen 90-Grad-Winkel drin, damit in dem Ausschnitt vorne keine Spitze drin ist. Das kommt natürlich auch wieder immer darauf an, wie der Ausschnitt geformt ist. Und das Gleiche machst du hier unten. Du trägst auch wieder hier den Armausschnitt. Genau gleich wie die schon bestehende Rundung ist einmal ab mit ungefähr dem gleichen Abstand wie die vorherigen Größen. Und so vergrößerst du dir im Prinzip jeden Punkt, an dem sich eine Ecke befindet, also am Halsausschnitt, oben an den Schulterpunkten jeweils und natürlich auch später unten am Saum. Wenn du das Ganze verkleinern möchtest, dann machst du genau das Gleiche, aber eben einfach in die andere Richtung. Also trägst du das hier unten an die Linie, an den Linien ab, die eben nach innen gehen und hier eben nach unten im Halsausschnitt. Ich mache das jetzt mal ganz grob, dass du dir hier diese Punkte dann einmal abträgst und diese eben genauso wieder miteinander verbindest. Ich hoffe, ich konnte dir verständlich erklären, wie man das jetzt vergrößert und verkleinert. Und ich möchte wirklich nochmal an deine Vernunft appellieren und dir nochmal die wichtigen drei Punkte zu dieser ganzen Verfahrensweise sagen. Und zwar, es ist kein Gradieren. Du kannst das nicht auf andere Schnittmuster übertragen, weil Gradieren von der Maßtabelle abhängt. Und es geht nur für maximal 1 bis 2 Größen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst der Schnitt eben an Form verliert. Denn auch beim Gradieren verliert ein Schnitt an Form. Und deswegen sollte man nicht zu viele Größen gradieren, sondern ab einer bestimmten Größe wieder neu konstruieren. Und genau das ist eben das, was jemand macht, der Schnittmuster erstellt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und es war hilfreich für dich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und hier unten meinen Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns hier jetzt öfter zu neuen Videos rund ums Thema Nähen, Plotten und zur Videoanleitung für meine Schnittmuster. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen. Tschüss!